Herzlich willkommen, liebe Freunde der Wüste. Schaut euch mal an, wie es bei mir zurzeit ausschaut. Also Katastrophe, kein Fahrbetrieb möglich. Und dafür geht's bei den Schrebergärten weiter. Das ist dann schon mal eins, was es heute Neues zu sehen gibt. Dann gibt es wie immer kunterbunte Fahrbetriebsvideos aus den letzten Epochen, diesmal ohne spezielles Thema. Und beim Thema Anlagenvorstellung. Schau, der Hintergrund ist schon runtergekommen. Anlagenvorstellung geht es heute um die Hardware. So, dafür kommt jetzt das Angebervideo aus der altbekannten Tunneleinstellung. Nochmal der Johann Strauß mit der wunderschönen belatzten 103er von 33 hier in den östlichen Wendeltunnel hier reinschlängelt. Immer wieder recht nett anzusehen, auch ohne Stellwerk. Weiter geht's mit einer klassisch langweilig öden Garnitur aus den frühen 80ern. Silberlinge mit einer ozeanblau-beigen 160er dran. Im Vordergrund die Brava V90, nachdem die ESO ja irgendwie weiße Schlussleuchten hatte, ohne beleuchtet zu sein, war die Entscheidung relativ einfach, als die beiden konkurrierend auf dem Markt kamen, sich dann für die Brava zu entscheiden. Und aus einer anderen Perspektive nochmal das Gleiche, wie sich der Nahverkehrszug hier in aller Gemütsruhe endend an Gleis 2 hier in Wüstenbahnhof einfindet. Da waren die Bahnsteige schon ein bisschen fortgeschritten, müsste irgendwie so ja, Ende letzten Jahres gewesen sein, vor der Wintersession mit Stellwerk und 3D-Druck. Und das ließ sich dann damals schon ganz nett anschauen. Die Fortschritte an den Schrebergärten zuerst. Das ist eine Panzersperre, die ich gebastelt habe. Umgewandelt aus meinem ersten Versuch, ein Bohnengestänge irgendwie hinzubekommen. Das ist der zweite Versuch. Das schaut irgendwie etwas ja, filigraner aus. Sind echte kleine Zweiglein. Ja, und die Panzersperre hat er dann gleich ausgedient. Hier die ersten Versuche von Gemüse. Links sind so kleine Blütenstände eingefärbt, rechts mit dem Blumenkohl. Das ist so ein Erdbröckelchen mit auch einer Blütenrispe außenrum. Aber im Detail gehen wir da nochmal als ja, Gemüse-Special drauf ein. Waschbetonplatten sind entstanden aus Styrodur mit ein bisschen Granulat drauf vom Sandstrahlen. Mit Moos in den Zwischenräumen bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Und wie immer, eine meiner Leidenschaften sind Stellproben. So, da hinten kommt dann noch ein Schuppen drauf, Geräteschuppen und so eine kleine Pergola als Freisitz. Na, das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus. Damit wir von diesen atemberaubenden Baufortschritten mal ein bisschen wieder Luft holen kann, ein VT98 mit Mast im Bild, der sucht sich auch hier seinen Weg in den Hausbahnsteig in dem Fall. Ja, und bis dieser kleine Triebwagen zum Halten kommt, hat er noch ordentlich Strecke vor sich. Diesmal auch mit eingeschalteten Rückleuchten. Und immer wieder schön, 100 Mal gesehen schon in unterschiedlichen Zusammenstellungen, stinklangweilige Silberlingzüge mit stinklangweiligen V160 Baureihen vorn dran. Auf einer ausgelagerten Festplatte noch gefunden. Da war er noch neu in der Wüste. Der schöne, damals schon IC, nicht mehr TEE, in der westlichen Einfahrt, rauscht mal so ein bisschen vorbei. Und hier nochmal in Gegenrichtung, Ausfahrtssignal schaltet um. Und mit Schnitt, also dauert auf der Platte etwas länger, sucht sich dann wieder der langweilige Nahverkehrszug seinen Weg auf die Strecke Richtung Osten. Gibt mir die Gelegenheit, mich mal in aller Form ausdrücklich für die vielen Klicks und Views hier zu bedanken. Auch, dass viele ihr Abo dagelassen haben, sind ja mittlerweile über 7000 Abonnenten hier. Hätte ich nie gedacht, als ich damit mal angefangen habe. Und ja, freut mich wirklich sehr. Ich
Hoffe, ich kann da ein bisschen irgendwie dem Zuspruch hier mit meinen Filmchen gerecht werden. Wie eingangs erwähnt, Thema Hardware heute. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. So hat es ganz am Anfang mal ausgeschaut. Ich verwende ausschließlich Fichtelbahnkomponenten. Sehr zu empfehlen, fantastischer Support, permanente Weiterentwicklung, permanente, wenn es ja mal erforderlich ist, Unterstützung, Firmware-Updates, also klasse Zeug, kann ich nur vorbehaltlos empfehlen. Ist keine Werbung, kriegt nichts dafür, ist reine Überzeugung. Und ja, habt ihr gesehen, nachdem alles angeschlossen war, verschwindet es bei mir hier in so einer Schublade. Die Signale werden angesteuert von Oldschool-Decodern von Kühn, das ist der WD10. Ist nicht das aktuellste, aber für jemand, der davon wenig Ahnung hat, wie ich, kann man halbwegs mit umgehen. Hier sind die Servo-Decoder mit den Umschaltrelais von DigiKeys und das ist die Widerlegung der Werbelüge aus den 70ern, dass man für den Digitalbetrieb nur zwei Kabel braucht, mit denen man alles machen kann. Also wer das damals irgendwie verzapft hat, aber gut. Ins Bild kommt die V100 mit dem schon öfter mal gesehenen patinierten Nahverkehrszug, diesmal noch mit einem Güterwagen hinten dran. Und wenn wir schon mal beim Thema Güter oder Eilbeförderung sind, nochmal eine schöne Einstellung auf den Postzug, der hier mal an die Seite genommen wurde. Stellen wir uns vor, da ist jetzt mal noch ein IC oder was Schnelleres vorbeigerauscht und der darf jetzt auch nach kurzem Aufenthalt wieder auf die Strecke. Hat ja auch dann bevorzugte Behandlung als Postzug im Unterschied zu normalen Güterzügen, aber hier musste er mal auf die Seite fahren. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, Postzug ist wirklich einer meiner liebsten Kompositionen. Kannst du jede Lok vorne dranhängen, jetzt in dem Fall eine 140er. Kunterbuntes Wagenmaterial an unterschiedlichen Farbgebungen und hinten noch die langen Schiebewandwagen. Könnte nach meinem Geschmack noch ein bisschen länger sein, aber dazu fehlt mir das Wagenmaterial. Schon länger nicht mehr gesehen hier, die banalstmögliche 141er in grün. Gefällt mir gut, also so schlicht wie sie auch ist, aber ist ja auch kein Wunder bei meinen geschmacklichen, etwas eigentümlichen Präferenzen. Im Hintergrund dann diesmal der Silberlink-Zug mit noch einem zusätzlichen Packwagen, Gepäckwagen vorne dran und zwei Garnituren, hinten noch eine Umbauwagen-Verstärker. Gruppe noch dran. Scheint irgendwie Feierabendverkehr zu sein in der Wüste. Und wenn wir schon dabei sind, diesmal ein geschobener mit Hasenkasten, sogar mit funktionierender Beleuchtung. Und das ist wieder die 141er, die jetzt von ihrem fiktiven Endbahnhof zurückkommt und natürlich schiebt an den Vordergrund. Ja, ist schon eine meiner auch liebsten Modelle, die E44. Die habe ich früher oft gesehen, auch in Würzburg, wenn ich am Bahnhof rumgelungert bin, war das ja Brot und Butter tägliche Optik, wenn eine 44er mit ihren meistens Silberling oder Umbauwagen, Vierachsern hier gestartet oder angekommen sind. Ja, und zum Abschluss wieder was Ruhiges. Hier springen wir mal 15 Jahre voraus, der 628er. Kommt aus der Abstellgruppe raus und fährt am geschalteten Schotterzwerg vorbei zum Hausbahnsteig, um dann vielleicht so in einer Viertelstunde, 20 Minuten seine Reise dann Richtung Osten zu beginnen. Soweit für heute. Kleiner Ausblick noch auf das, was euch nächstes Mal blüht, im wahrsten Sinne des Wortes. In den Schrebergärten geht es jetzt Zug um Zug weiter. Nachdem die Grundkonstruktion abgeschlossen ist, geht es jetzt an die Ausgestaltung. Hier seht ihr schon mal ein bisschen einen Eindruck. Und wie immer, nicht den Film im Abspann nicht vergessen. Bis dann!